Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, außergewöhnlichen, nennen wir es mal Vlog. Ich sollte vielleicht davor den Kaugummi rausziehen, aber egal. Ich bin gerade im Auto unterwegs und fahre mein Auto in die Inspektion. Muss auch mal gemacht werden. Pisst wie die Sau, aber naja, hilft halt nichts. Und ich habe mir gedacht, ich probiere einfach mal, ob das hinhaut, beziehungsweise ich habe es letztes Mal schon probiert, über das Handy mit Sprachmemos einfach mal ein bisschen zu labern und euch das dann vorzuführen. Aber es hat so derbst gerauscht, das war unglaublich. Darum habe ich mir gedacht, gut, ich nehme mir mal mein Kopf, also meine Headset, also meine Stöpsel mit und probiere es mit dem Mikro, das ja da an dem iPhone-Standard-Dingsens dabei ist. Und probiere einfach mal damit eine Sprachmemo aufzunehmen. Und ja, das machen wir heute, wie ihr seht oder hören könnt. Weil sehen werdet ihr nicht viel, sondern werdet hauptsächlich was hören. Ich habe keine Ahnung, wenn ich es euch hochlade, was ich dazu packe. Aber ich wollte halt einfach mal ein bisschen quatschen. Wie gesagt, ich bringe mein Auto in die Inspektion. Außerdem werde ich noch ein anderes Auto Probe fahren. Hoffe ich zumindest. Ich habe zumindest gesagt, ich möchte irgendein Auto mit DSG mal Probe fahren. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal bald irgendwie so in der Zukunft mal ein neues Auto oder was heißt neu, ein neues gebrauchtes dann vielleicht. Ich wäre auch wieder, also das Auto, das ich jetzt habe, das war ein Vorführer, hatte ein paar Kilometer schon drauf, bin aber super zufrieden damit. Übrigens, es ist ein Seat Leon, sollte ich vielleicht mal dazu sagen, gell? Sonst fragt sich jeder, what the fuck, es ist der neue Seat Leon. Den habe ich jetzt knapp 2 Jahre und in Richtung Cupra wäre natürlich schon mal richtig nice, aber ich weiß nicht, ob die mir gleich den als Probefahrt geben. Aber in der Richtung würde ich natürlich schon tentieren. Neu zwar nicht, weil der kostet Schweinegeld. Neu, so wie ich ihn will, kostet er 40.000. Muss man ein paar Abstriche machen, hilft halt nichts. Aber so in der Richtung mit ein paar mehr PS auf jeden Fall wäre schon nicht schlecht. Das dazu. Was gibt es sonst noch? Ja, momentan bin ich wieder dabei, an einem PC-Build zu schrauben. Also baue wieder einen PC zusammen. Und zwar für meine Freundin als Office-PC. Da werden auch wieder Videos kommen dazu. So viel sei schon mal gesagt. Scheiß Wetter, hey. Es pisst ohne Ende. Hinter mir fährt ein Mustang. Aber er schaut irgendwie scheiße aus. zurück zum Thema. Also, PC-Build, meine Freundin, es wird ein Office-PC, also da kommt nichts Großartiges rein. Und dementsprechend bin ich da auch eigentlich mehr oder weniger, oder ich versuche das Ganze so wenig oder so günstig wie möglich zu bekommen, jedoch schon mit etwas halbwegs Gescheitem drin. Jetzt hatte ich schon alle Teile da. Es wäre gewesen ein Intel Core i5 Prozessor, 4. Generation, mit 3, noch was Gigahertz, irgendein Asus Mainboard. Ja, das schaffen wir noch. Kein Bock jetzt hinter dem LKW reinzufahren. So. Arbeitsspeicher haben wir 8 GB von Corsair. Dann haben wir ein 550 Watt Power Supply. Grafikkarte kommt vorerst nur eine alte GTX, also wirklich irgendwas Uraltes. Da ist, glaube ich, so ein 1 cm dicker Plastikkühler drauf, irgendwas ganz Altes, das ich noch rumliegen hatte. Aber ich bin ja momentan für mein PC am Schauen für eine GTX, wahrscheinlich wird es sogar eine 1070er, denn wenn man mal so ein bisschen schaut, die 1070er kostet zum Teil weniger als die GTX 980 Ti, wie auch immer man das aussprechen möchte, was echt witzig ist, weil die ist eigentlich neuer und vom Leistungstest her habe ich mir ein bisschen angeschaut, die ist eigentlich fast sogar besser, die 1070er. Oder sie sind ziemlich gleich, sagen wir so. Mal so, je nachdem, welchen Punkt man halt das wieder bezeichnet. Es wird wahrscheinlich eine von MSI werden. Ich finde die eigentlich einerseits am geilsten vom Ausschauen und vor allem dieser Twin Frozer. Die wird es wahrscheinlich werden. Momentan habe ich ein Angebot da für 500 Euro, würde ich die 1070er bekommen. Von dem her muss man mal schauen. Auf jeden Fall, wenn ich mir die holen würde oder tue, eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, dann kommt meine alte GTX 790, glaube ich, müsste das sein oder sowas. Jedes Mal muss ich wieder überlegen. Vielleicht ist es auch schon eine 970? Nee, ich habe keine Ahnung.
ich glaube 97 ist es noch, die würde dann ersetzt werden und die würde dann eben in den anderen PC reinkommen. Das Ganze befindet sich dann übrigens wieder in meinem alten PC-Gehäuse von One Deluxe. Der ein oder andere sollte das noch kennen. Da packe ich das Ganze wieder hinein. Außerdem ist noch eine SSD von Samsung verbaut. Eine 750er Serie diesmal bloß mit 250 GB, keine 850er. Die war nämlich bei Amazon Prime Day, war die im Angebot und für 50 Euro pff, drauf geschissen. Dann habe ich noch eine Nagel nur eingepackt, eine 1TB oder 2TB, ich weiß gar nicht, ich glaube eine 1TB Festplatte ist es, genau, von Western Digital, eine blaue, ich weiß immer nie, was bedeutet, also da gibt es ja die blaue, schwarz, rot und je nachdem, welche Farbe ist ja für den jeweiligen Endverbraucher im Sinne von, wie man halt die Festplatte nutzt, aber blau ist normal das, was ich brauche, also von dem her passt schon. Kenne ich mich zu wenig aus. Die packe ich dann noch dazu. Und dann haben wir das auch. Was haben wir sonst noch? Ja, Minecraft. Ja, Timonia. Selbst erklärend, gell? Ich weiß nicht, ob, wann, wie es da mal weitergehen wird. Ist echt schade, dass da einfach nicht mehr dahinter geblieben wird. What the fuck ist denn das für eine Kurve hier? Okay. Ja, ansonsten war es das, glaube ich. Oh, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Aber komplett. Es tröpfelt nicht mal mehr. Auch cool. Ja, ansonsten, was gibt es noch Neues? Genau, ich habe jetzt, bin jetzt Amazon-Partner. Ist vielleicht für den einen oder anderen noch interessant. Denn wer mich unterstützen möchte, ja, der oder generell, wer viel über Amazon einkauft und mich halt dabei unterstützen möchte, der kann den Link, der unten in der Videobeschreibung ist, das ist normal der erste Link, da heißt es irgendwie ganz dick und fett Amazon, über diesen Link draufgehen, dann kommt ihr auf eure ganz normale Amazon Startseite, da ändert sich gar nichts für euch, nur dass in dem HTML-Code ist versehen, dass ich euch quasi zu Amazon geschickt habe oder zu euch, euch zu Amazon geführt habe. Das ist quasi wie ein Werbepartner, wie auch immer. Ich bin quasi der Werbepartner und dadurch, dass ich euch quasi dahin geführt habe zu Amazon und ihr was kauft, bekomme ich, glaube ich, bis zu 10% von dem, was ihr gekauft habt. Also ihr zahlt 100 Euro meinetwegen. Für euch ändert auch sich nichts am Preis, aber für das, was ihr halt dann einkauft, von dem Preis oder von dem Betrag bekomme ich dann wiederum 10% gutgeschrieben und das kann ich dann wiederum selber bei Amazon verwenden. Also ich habe es angegeben, dass es quasi mir gut geschrieben wird, als sowas wie ein Gutschein bei Amazon. Und davon kann ich mir dann von euch zum Beispiel die GTX 1070 kaufen. muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber es wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn ihr das vielleicht einrichten könntet. Einfach den Link, wie gesagt, aufmachen und dann halt diese Amazon-Seite als Lesezeichen speichern. So. Danke, du biegst ab. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich noch richtig bin. Diese Strecke hier fahre ich zum ersten Mal. Normal fahre ich immer über Autobahn. Aber die hat es mir angezeigt, dass die voll ist. Und dann habe ich gedacht, gut, dann fahre ich hinten rum über Landstraße. Schauen wir mal. Also wie gesagt, das wäre richtig, richtig nice, wenn ihr das einrichten könntet. Aber das ist natürlich ganz und gar euch überlassen. Ja, ich glaube, das war für heute. Ich werde, je nachdem, ob und was für ein Auto ich denn Probe fahren darf, kann, will, tu, ich habe nämlich meine Kamera mitgenommen. Vielleicht kann ich ein bisschen was auch dazu filmen und vielleicht ein bisschen was dazu nochmal erzählen. Und dann würde da auch nochmal ein extra Video kommen, glaube ich. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Euer Hoden ist raus. Alter, was ist denn das für ein Riesenschiff? What the fuck? Es hing gerade da, als hätte das sehen müssen. Ey. Krass. Okay. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Euer Hoden ist raus. Danke fürs Zuschauen. Oder anhören eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.